Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Nun, ja, wie drückt man das am besten aus? Das letzte Mal war eine gewaltige Pleite. Wir können den Stalker namens Spatz nicht eliminieren, da sonst die Leute in den Geschäften auf uns gehen da unten. Uns bleibt also lediglich wieder einmal die Mission Fleischauge beschaffen und die Banditen in Agropom, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, eliminieren. Wofür die technisch gesehen eigentlich nicht meine Hilfe bräuchten. Der Tag wird kommen. Das Problem ist, ich kann diesen Typen leider nicht erstechen oder erschießen oder wie auch immer, dass ich bei dem Herrn einen von den Wächtern handelt. Ich sollte weiter rennen. Lasst mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Fuck. Ich bin schneller als so. Ein Cut und da sind wir auch schon wieder. Immer wieder macht er das alles hier aus. So. Wir müssen die Banditen in Agropom töten gehen. Jetzt habe ich natürlich sehr clever überlegt. Ich hätte eigentlich meinen Blitzartefakt wieder einsammeln können. Wie spät haben wir es eigentlich? 2 Uhr. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo überall das Blitzartefakt ist. Nicht Blitzartefakt, die elektronische Anomalie. Moment, hier waren doch, glaube ich, auch Schweine, oder? Bleibst du mal hier, Schweinchen? Oh, oh. Ihr kleinen Arschgeigen. So. Da haben wir doch. Eine Mission haben wir wenigstens schon mal erfüllt. Nice. Körperteil eines Monsters besorgen. Das sieht mir nicht nach Blitz aus. Also marschieren wir hier entlang. Habe ich... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, das war doch definitiv das Geräusch eines Blutsaugers. Aha. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, wieso sind das für Augen? Wer schießt hier dieses Mal auf mich? Wie immer, Banditen. Zum Teufel war denn bitte hier dran los? Hier ist ja dieses Mal wieder eine ganze Horde. Okay. Einsammeln. Ich fange an, dieses Sturmgewehr zu mögen. Es zielt ziemlich präzise aus der Hüfte. Das, mein Freund, sammle ich ein. Und wieder einmal gibt es einen Cut. Da sind wir schon wieder. Neuer Auftrag, versuchen die Banditen in Agropom abzuwehren. Dann werde ich diese Aufgabe mal wieder erfüllen. Moment. Müssten hier vorne... Ach ne. Vortexe. Schade, ich dachte jetzt echt, hier wären elektronische. Naja, notfalls mache ich das so, dann gebe ich meinen Blitzartefakt ab.
Obwohl, nö, warum sollte ich das denn machen? Ich finde doch bestimmt noch genug andere Sachen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine gerade, einen Blutsauger gehört zu haben. Läuft wohl nicht so pralle. Munition, Munition. Ich sammle die ganze Munition. Soldaten? Moment. Das war einer von unseren. Er hier wiederum nicht. Er auch nicht. Was geht hier eigentlich vor? Oh. Sind die Militärs so? Dann kommen die Banditen angeschissen. Ich hab da Knabberbonbons. Ja, das sind jetzt hier die obligatorischen Banditen, die jetzt meinen, die müssten hier den Starken markieren. So viel dazu. Sterbt und fresst Munition. Und Mission erfüllt. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich kann jetzt keinen Blutsauger gebrauchen. Bitte gehen Sie weiter. Oh no, der Kollege, der hier war. Ich glaube, den hat's erwischt. Dimka Schäfer. Karpfen, mit Nachnamen Karpfen heißen. Na, das ist auch schon ein hartes Los. Ja, super. Schön, dann heißt, wir haben das hier auch erfüllt. Und demnach ziehen wir weiter. Ich möchte jetzt mal wissen, 3.13 Uhr, ich habe noch 2 Stunden Zeit. Ich versuche einmal zu einer elektronischen Anomalie zu gehen. Vielleicht habe ich Glück, aber auch nur vielleicht. Jetzt gerade scheint ja kein Feind mehr in der Nähe zu sein. So. Das Hauptproblem ist einfach nur eben jenes, dass mein Anzug langsam schlapp macht. Oh mein Gott. Der bietet so gut wie gar keinen Schutz mehr. Ja. Egal, ich weiß zum Glück ja noch, wo ich einen Stalker-Anzug finde, so ist das ja nicht. Obwohl ich lieber den, den ich jetzt hätte, nochmal hätte. Wie sieht's mit dem Geld aus? 162.000 Rubel. Okay, nun gut. Bin ich doof oder sehe ich manchmal Flackern im Augenwinkel da? Ich denke mal, da liegt ein Artefakt, aber eigentlich ist es dann am Ende nichts. Möglicherweise werde ich schon paranoid. Scheiß Bandit. Danke fürs Medipack. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Zustand meines Gewehrs aus? Oh, ja doch, das kann ich noch behalten. Könnte sein, dass ich mit diesem Sturmgewehr durchspiele. Die restlichen Parts, ich meine, wir sind jetzt schon bei 35 Episoden. Das ist schon eigentlich eine ganze Menge, aber... Naja, Stalker ist auch halt kein kleines Spiel, was man mal eben so durchzieht.
So. Direkt in den roten Wald. Oh, es wird so hell. Radioaktivität. Autsch, 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 autsch. Da sind wir auch schon wieder. Ich würde sagen, er hier hatte schon bessere Tage. Wo kommen die ganzen... Oh. Ich würde sagen, wo kommen die ganzen Toten hier bitte her? Aber ich habe ja auch das Militär hier ausgeknipst. Wow, stehen nicht einfach aus dem Gebüsch auf und ziehen mit einer Waffe auf mich, mein Freund. 3 Uhr 54. So hell ist das hier schon um 3 Uhr morgens? Okay. Vielleicht habe ich ja ein wenig Glück. Ich weiß nicht, ob es davon abhängt, wo das Ganze ist. Also ob es da jetzt irgendwie so ortsabhängig ist, sage ich mal. Was haben wir denn da? Ach, Fleischer. Da vorne war vermutlich irgendein Hund. Hoffen wir mal, dass uns die kleinen Kameraden jetzt hier nicht auf den Sack gehen. Haben wir doch kein Glück. So. Und weg hier. Mhm. Achso, ja, den hatte ich ja erledigt gehabt. Nun, es sieht nicht erfolgreich aus. Gucken wir hier vorne noch und wenn nicht, dann gehe ich zurück zum Wirt. Wenigstens die erfüllten Missionen abgeben. Nein. Dieses Mal sind wir nicht vom Glück gesegnet. Ich würde sagen, hallo. Und machen uns am besten nochmal vom Acker. Ich würde sagen, als nächstes, ich bin mir jetzt nicht sicher, muss ich in Labor X16... Bin ich mir zumindest recht sicher. Aber ich kann mich da auch minimal täuschen. Also ich würde da jetzt nicht drauf schwören. Snorks? Ja. Und Cut. So, da sind wir auch schon wieder. Schnell noch zum Händler. Zum Wirt. Mal sehen, was der Herr mir so anbieten kann. Ich bin nicht sicher. Ich habe extra mal auf der Stalker-Wikipedia-Seite ein bisschen nachgeforscht und hatte dann geguckt gehabt, weil da steht dann manchmal, in welchen Perioden der Zeit man... War ich ein Toter? Oh, shit. Was ist das denn für eine Pistole? Martha? Hör damit. The fuck? Oh, eine Beretta ist das. Ja, warum nicht? Da steht halt manchmal, in welchen Zeiträumen man das findet. Und auf der Seite stand, glaube ich, zwischen 6, 5 und 6 Uhr, meine ich. Nicht 5 und 6 Uhr, zwischen 23 und 5 Uhr. Egal, Cut. Da, da sind wir auch schon wieder. Diese Pistole scheint gut zu sein. Ziemlich hoher Schaden. Oh oh. Direkt die Chance, sie zu testen. Oder? Nein. Mal ein normaler anderer Pistolensound. Ich hatte diese Pistole, glaube ich, noch nie im gesamten Durchlauf, da ich die Pistole auch eigentlich immer nur so nebensächlich halte.
Ganz ruhig, meine Pistole ist harmlos. Martha tut euch nichts. ja, ich weiß, raus hier, Stalker. Du bedauerst dich. Wäre der mal nur so ein normaler. Ach, jetzt sagt er schon zweimal, um mich zu ärgern. Du chillst ja immer noch. Gut, der Part neigt sich hiermit auch jetzt gerade zum Ende. Ich sagte, komm rein. Steh da nicht rum. Ja, ja. Man sollte eigentlich meinen. Hey! Och nö. Wie hab ich das denn geschafft? Meine Informationen. Röllchen, komm doch mal da weg. Komm her. Für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Ich hasse das. Das ist, glaube ich, ein Bug oder so. Das ist. Komm hier, reden. Mission, Geld. Boah. Da kannst du nicht rein. Ja, da war ich auch schon mal drin und da ist nichts drin. Warum sollte ich da auch rein wollen? Ich sagte, komm rein. Schieß nochmal auf mich rum. Und ich schieß dir direkt zwischen die Augen. Wie ist dein Name? Schorik. Ja, das hilft nichts. Da scheint da wieder stehen zu bleiben. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fuck you.